Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Final Fantasy 13. Seit der letzten Episode ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß, ich habe länger nichts aufgenommen. Das lag einfach hauptsächlich daran, dass in der letzten Zeit so viele coole neue Games rausgekommen sind, dass ich einfach gar keine Zeit hatte, 13 zu zocken. Final 10 HD kam raus, Dark Souls 2 kam raus, South Park, der Stab der Wahrheit kam raus. Die ganzen Games musste ich alle natürlich erstmal zu Genüge durchsuchten, bevor ich mich wieder um 13 kümmern wollte. Von daher tut mir das leid, dass ihr ein bisschen warten musstet, aber das Warten ist jetzt vorbei, es geht wieder los. Und wir haben eine neue Mission angenommen und müssen jetzt Edimo killen. Wie ihr schon seht, Edimo befindet sich hier hinten, irgendwo, und zwar... Bin ich ganz hundertprozentig. Ja, ich bin mir gerade mal überlegen, ob ich. Ja, wir gehen onscreen hin. Ich glaube, man kann hier die meisten Kämpfe, so gut es geht, vermeiden, indem man einfach vorbeiläuft. Das werden wir ausprobieren. Wenn es nicht klappt, ja, dann. Ja, dann schneide ich die Kämpfe einfach raus, ganz einfach. Ich denke mal, das. Ich hoffe schon, dass ich wenigstens an ein paar vorbeikomme. Zum Beispiel bei denen hier. Komm schon. Naja, egal. Zukunft zumindest ein bisschen Erfahrung. An dem komme ich aber, glaube ich, vorbei. Der dürfte nicht so hart auszuweichen zu sein. Na, siehst du. Geht doch. Ich habe nämlich eigentlich nicht vorgehabt, hier alles nochmal zu bekämpfen. Ich meine, wie gesagt, die Erfahrung ist nicht schlecht, aber das war jetzt nicht mein Plan. Was haben wir denn da oben? Müssen eigentlich eh schon bald in der Nähe von Edimo sein und dann müssen wir eh wieder uns nach unten durchkämpfen. Wir müssten jetzt vielleicht an dem Speicherpunkt in der Nähe speichern sollen. Erstmal hier hoch. Der Gegner ist nämlich hier oben. Und zwar, wo haben wir denn? Da hinten. Aber da ist noch ein Speicherpunkt in der Nähe. Schnell hin. Wir brauchen ja erstmal nichts mehr killen. Hallo, Kamera, darf ich dich drehen? Danke. Hier sind ein paar Hunde. Die möchte ich jetzt aber eigentlich erstmal nicht killen. Ich sagte nein. Aushund, böser Hund. Da unten ist ein Behemoth. Ich möchte hier speichern. Sterne versauer. Das ist eine gute Idee für gerade anfangs mit den Missionen. Einfach mal speichern, bevor ihr eine Mission verkackt. Ja, da kommen wir auch durch. Ja, natürlich. Nein, aus, böse Blume. Ich will nicht mit dir spielen. Und weiter darüber. Ist dieser Behemoth und dieser fliegende Wicht, aber mit denen will ich jetzt eigentlich auch nicht spielen erstmal. Da hinten, ich glaube, ihr seht ihn schon, da hinten. Da hinten muselt er rum. Nein. Nein, Blümchen. Ich will nicht mit dir spielen. Ach, komm schon. Okay, haben wir den auch erledigt. So, Leute, das nächste Versuch. Ich versuche mal was anders zu machen als beim letzten Mal. Und zwar verändern wir das Paradigma mal zur Leidenshymne. Damit sollte es nämlich jetzt eigentlich auch möglich sein, den Vogel hier zu besiegen. Also, das Besiegen an sich ist nicht das Problem. Ich krieg nur die Zeit, das mit der Zeitvorgabe. Das ärgert mich im Moment immer noch ein bisschen. Ich denke, das sollte machbar sein. Wie ihr schon seht, er beginnt den Angriff mit einer sehr lästigen Attacke, und zwar mit Yasma auch. Allerdings, da wir ja Hope als Heiler sofort eingesetzt haben, kann der sich sofort darum kümmern, während Fang die Debuffs drauf macht. Und ich versuche, ein bisschen den Bonus hochzudonnern. Hope kümmert sich darum, dass wir nicht sterben bei der Aktion. Und sobald ich den nächsten Debuff drauf habe, können wir ihn staggern und killen. Sollte nur einer von den beiden noch stecken bleiben. Und das ist so das Problem bei dem Gegner. Wie ihr schon seht, die Zauberwolke, also der hat eine gute Resistenz gegen die ganzen Debuffs. Oder eigentlich die. Das ist ja eine Frau. Edimo. Na komm schon, ich brauche nur noch Nebel. Oder was anderes. Komm schon, wie wär's?
Perfekt. Blitzschlag, staggern, killen, glücklich sein. Aber das war's jetzt nämlich eigentlich schon fast. Und ich hoffe, dass sich jetzt mit der Zeit ausgeht. Das Problem ist nämlich, gegen normale Magie ist der relativ resistent. Er mag aber Ruin nicht. Und mit Ruin können wir da ziemlich guten Schaden machen. Von daher, sobald man mal gestaggert haben, ist er eigentlich so gut wie tot. Könnt ihr auf seiner HP-Leiste sehen, wie die einzelnen Ruin-Zauber seine HP-Leiste nach unten ballern. Na komm schon, kill ihn. Brav. Und jetzt hoffentlich passt die Zeitvorgabe. Ach Gott sei Dank, 5 Sterne. Es ist ein ganz schön knapp. Eine andere Taktik, die ihr auch verwenden könnt, die auf jeden Fall funktioniert, ist, ihr ersetzt Hope durch Vanille und lasst Vanille debuffen. Vanilles Debuffs können hier nämlich die Resistenzen des Gegners ziemlich weit nach unten drücken und das macht die ganze Kiste auch einfacher. Jetzt müssen wir uns hier noch durchschleichen und wieder abhauen von hier. Ah, komme ich an dir vorbei, Vogel? Nee, komme ich nicht. Okay, haben wir den auch aus dem Weg geräumt. Dann können wir jetzt mal wieder zurücklaufen. Denn jetzt müssen wir wieder zurück zu dem Speicherpunkt, wo wir vorhin waren. Und dann gibt es nämlich noch die andere Abzweigung, die wir vorhin komplett ignoriert haben im letzten Part. Und da möchte ich als nächstes hin. Das könnte diesmal ein etwas längerer Part werden, aber ich sehe, was ich machen kann, würde ich mal sagen. Ich versuche jetzt hier erstmal an den ganzen... Ich versuche so gut es geht, an den Gegnern vorbeizulaufen. Die wir nicht brauchen, denn... wir müssen uns hier nicht durch alles durchkämpfen. Nein, Hündchen, wir brauchen dich nicht. Hier war's. Genau, hier wieder runter. Und jetzt muss ich nur noch an den ganzen Gegnern vorbeikommen. Ganz einfach unten. Das wird auch das letzte Mal sein, dass wir hier hoch und runter laufen müssen. Denn wir kriegen jetzt bald unsere zweite Teleport-Statue. Das heißt, wir können uns dann zwischen den beiden Statuen hin und her teleportieren. Was eigentlich das Ziel der ganzen Kiste hier ist, warum ich die ganze Mission mache. Und durch das Machen der Mission hier spare ich mir einen Haufen Level-Grinden. Einfach nur, weil man hier auch gut Erfahrung sammeln kann. Jetzt gucken wir, dass ich an dem vorbeikomme. Was nicht so schwierig sein dürfte. Schwieriger könnten die da unten sein. Da ich es beim letzten Mal schon nicht hingekriegt habe, an denen vorbeizuschlittern. Wir werden es sehen. Ich weiß nicht, das wird zu knapp, aber das könnte gehen. Und springt. Perfekt. Einen ausgelassen. Das heißt, wir haben nur noch eine Gruppe. Und das ist die hier. Ich glaube, von der Seite ist es sogar einfach. Ja, außerdem steht er gerade relativ gut. Ich danke. Hoch da, hoch da. Dankeschön. Ausgewichen. Perfekt. Wir haben es geschafft. Uhu, Party. So, was wir jetzt machen ist, wir gehen diesmal auf die andere Seite. Und zwar... ihr erinnert euch hier, wo die Gruppe von Goblins war. Hier die Rollerskate-Goblins. Hier gibt es noch einen zweiten Weg, und zwar hier hoch. Und da runter. Das sind noch mehr Rollerskate-Goblins. Also die Gruppe hier gibt auch ganz gute Erfahrungspunkte und die Gegner hier sind eigentlich total einfach. Was ich mal tun sollte, wäre vielleicht meine Paradigmen wieder ändern. Hier wieder zurück zur drakonischen Liga. Erfahrungspunkte könnte ich eigentlich nachher auch mal einsetzen. Gucken wir mal nach, was wir hier haben. Hier geht es gemütlich zur Sache, wenig Gegner. Das ist gut. Und eben hier geht es nochmal ziemlich weit unten. Ihr seht auch, der goldene Pfeil führt uns im Moment dorthin. Was haben wir hier? Oh, Pudding. Ja, aber ich hoffe, verheere ist gut. Und der dreht sich auch gerade um. Perfekt. Wollen wir den nur noch überraschen. Dann haben wir die auch erledigt. Und hier gab es zwei Wege, genau. Mal links, einmal rechts. Rechts gehen wir jetzt noch nicht hin. Da müssen wir nämlich sowieso später hin. Und dann haben wir hier einen Haufen Schnecken. Toll. Erledigt und dann müssten wir eigentlich bald mal bei der Stelle angekommen sein, wo die
überlege gerade, ist das überhaupt die Stelle? Hier haben wir nochmal eine Handvoll von diesen... von diesen, ist das hier? Ne, aber hier ist ein Item. So, noch die erledigt. Hier ist das Item. Ein Mithril-Rei. Moment mal, Equipment. Kann der was, der Mithril-Rei? Hallo? Bist du da ganz unten? 300 TP. 160, also ja, der wäre gut. Ja, okay, gut zu wissen. Hier ist sonst aber, glaube ich, nichts mehr. Oder war das hier? Ne, ich glaube, ich denk an eine andere Stelle. Aber ist egal. Brauchen die ja jetzt erstmal nicht zu killen. Stattdessen gehen wir besser zu dem zur nächsten Statue. Da will ich nämlich eigentlich hin und dann können wir uns um die nächsten Gegner kümmern. Die vier brauchen wir eigentlich hier erstmal nicht zu killen. Oder doch. Wunderbar, haben wir die auch erledigt. Apropos erledigt. Kristarium. Ich sollte mal hier wieder ein bisschen was machen. Und zwar beim Accessoire waren wir dran. Perfekt. Leiter die Accessory. Letzte Rollenstufe möchte ich jetzt erstmal noch nicht. Stattdessen zurück erstmal. Zu weit. Ich möchte erstmal jetzt das andere Zeugs alles einsammeln. Feuerer für Leid. Plus Eisrar. Plus 100 HP. Plus die Angriffskraft. Und da oben ist Kampflust. Da gehen wir als nächstes hin. Bei dir dasselbe. Ich glaube, du hattest dein Accessory hier aber schon, ja. Hier gab es auch noch was. Erstmal die HP hier und Banga. Das ist nicht so wichtig, aber die Angriffskraft hier, die hätte ich schon ganz gerne. Die Magie nehmen wir auch mit. Angriffskraft jetzt nicht. Wie sieht es bei dir aus? Du hattest dein Accessory schon, ja. Du warst schon auf dem, du bist schon auf dem Weg zum nächsten. Bevor wir das machen, lernst du erstmal Art Feu und Art Eis. Dann haben wir hier noch ein bisschen Magie für dich. Noch mehr Magie, das ist immer gut. Das ist nämlich extra Schaden. Ja, aber wir waren jetzt... nee, ich möchte hier zu... zu Enea und Courage. Das wäre nämlich gut, wenn ich das auch bald mal bekomme. Aber gut, hat jetzt noch nicht... oberste Priorität. So, als nächstes ist... ich glaube, das ist die Stelle mit den... vier Viechern. Nein, mit dir spiele ich nicht. Die spiele ich später. Okay, jetzt sind wir hier. Hier ist nämlich... ein schöner Ort. Und eine Cutscene. You know, I gotta say, this is weird. Ja, wieso? When we were young, we were always taught that someday we'd be attacked by the demons of Cocoon. And look at us now, waltzing back into Erba, with the very people we were chosen to take up arms against. Yeah, back then we never would have helped you guys. Oh. Well, right. Back then is when you got your first focus, so... right. We already talked a bit about that, huh? A little bit. Must have been centuries ago now, when me and Fang joined the battle against Cocoon. Ah, damals. During the fight, I became Ragnarok. Echt? Okay. And cracked Cocoon's shell. That must have been hard on you going through that. The memories... they're all pretty fuzzy. Cocoon's version of the War of Transgression must have been built up around what you two did. I didn't do anything. I just got turned to crystal
And I can't even remember why that happened. Don't even have the memories to show for it. It's all my fault. So many people died because of me. Na gut, ist nicht wirklich deine Schuld. It's over. Those souls can rest. Ja, genau so. Es ist nicht wirklich eure Schuld. Ich meine, ihr wurdet in diese Welt reingeboren und das ist, was man euch beigebracht hat. Da ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die das ausführen, wenn man dir jeden Tag beibringt, dass die Leute in dem anderen Dorf alle böse sind und euch alle umbringen wollen, außer ihr killt sie zuerst. Braucht man sich nicht wundern, wenn die irgendwann mal anfangen, das andere Dorf abzuschlachten. So entsteht Rassismus, um es mal so zu sagen. Hier können wir uns die nächste Mission holen und uns um die Munchkin-Diva kümmern. Und ja, das war einer der Gegner, an dem wir gerade vorbeigerannt sind. Denn dann kann ich den während des Bosskampfes kurz zeigen. Ich muss gucken, ob ich nochmal an euch vorbeikomme. Ansonsten cutte ich den nämlich raus. Ja, es wird ein Cut. Ja, diesen Gegner zeige ich euch jetzt gleich im nächsten Kampf. Wie gesagt, da ich ihn sowieso bekämpfen muss, war ich der Meinung, ich cutte den hier einfach raus und zeige euch dann den richtigen Kampf. Jetzt gucken wir, ob ich an denen nochmal vorbeikomme. Na, geht weg, geht weg. Lass mich in Ruhe. Bösen und Rollerblade-Soldaten. Die waren... Also die Stelle hatte doch gestimmt hier. Die sind doch hier. Statt diesen anderen Gegnern mit der Schatzkiste. Also sie sind hier. Hier ist der... das Ziel. Das erste, was ihr tut, ist erstmal die Diva im Hintergrund analysieren. Danach per Rundumschlag die kleinen Munchkins töten. Das hat einen Grund, warum ihr das tut. Ihr seht schon, der Gegner hier setzt den Angriff Gobilitamin ein, der die Gegner verbessert, die Kleinen. Dieser Angriff hat noch einen anderen Nebeneffekt. Und zwar Gobilitamin sorgt dafür, wenn ihr den Großen killt, wächst der Kleine mit Gobilitamin und wird zum neuen Munchkin-Diva sozusagen. Das heißt, erst die Kleinen killen, danach den dicken Staggern und danach wird der weggeknallt. Das ist jetzt keine schwere Mission, vor allem wenn man bedenkt, im Vergleich zur letzten. Na gut, er kann ganz gut reinhauen, das muss man ihm lassen. Verfährst du. Das war's. Erledigt. Die Zeitvergabe ist ein bisschen knapp, also ja. Aber es ist kein schwerer Gegner. Es gibt ein paar Monsterhörner. Wir haben die Mission erfüllt. Dafür gibt es noch einen Donnerkeilring. Ich glaube, der ist sogar relativ gut. Vor allem nützlich für die nächste Mission, um die wir uns kümmern werden. Bevor wir das tun, aber erstmal zurück. Die nächste Mission ist dort hinten, wo wir die Blitzstatue... die Teleportstatue aktiviert haben. So, ihr Rollerblade-Goblins. Die haben auch irgendwie nicht das Interesse daran, euch anzugreifen. Die wollen hier nur ein bisschen Rollerbladen. Jetzt gucken wir mal, ob ich an der Gruppe nochmal vorbeikomme oder ob ich sie nochmal killen muss. Nein. Ja, toll. Okay, ist die auch erledigt. Jetzt gucke ich noch. Wie weit kommen wir denn? Ich will jetzt nicht mehr allzu viel extra Zeit investieren. Ich würde sagen, die nächste Mission ist da unten, aber da kümmern wir uns beim nächsten Mal rum. Speichern hier. Ich bin jetzt eh schon lange genug unterwegs. Das sollte ein relativ langer Part werden. Erstmal hier speichern. Obwohl vielleicht... Ach, ein Kampf geht noch. Hier haben wir erstmal die fliegenden Gegner. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind keine Edimus. Guck mal runter. Da suchen wir die mal. Ne, Nelapsis. Das sind kleinere Versionen von den Edimus. Die sind... Also sie hauen auch ganz, können auch ganz gut reinhauen, aber sind jetzt nicht so hart wie der Boss, den wir vorher gekillt haben. Vielleicht sollte ich Blitzschlag benutzen.
Ja, das ist auf jeden Fall die klügere Idee. Welche Schwächen? Ups. Ich will eben keine Radzauber benutzen. Aber die beiden erledigt. Und ich habe zumindest noch einen Gegner hier oben, der auch neu ist. Und den holen wir uns auch noch schnell raus. Und zwar die beiden hier. Unsere lieben Freunde hier. Aber erstmal müssen wir uns... erstmal den Taxien hier... erkennen. Dann möchte ich... nee, eben nicht die Taxins. Ich will den Nelapsi killen. Bevor der uns killt. Ah, es wird Zeit für eine Heilung. Okay, nee, es wird Zeit, so gekillt zu werden. Warum nicht? Okay, erstmal Blitzschlag als Startparadigma. Dann machen wir das nochmal. Und zwar hätte ich eben, wie gesagt, lieber erstmal den da hin. Die Taxis hauen auch ganz gut rein. Ich sehe aber dafür, sind sie nicht so, nicht so stabil gegenüber... also sie haben keine hohe Stagger-Resistenz. Man kann die relativ einfach staggern. Oder shocken, besser gesagt. Staggern wir erstmal den Toxin hier. Nee. Hast du Schwachstellen? Nein. Ah, das sollte ich vielleicht mal analysieren. Ich bin ja gestorben. So, hast du Schwachstellen? Ja, du hast Schwachstellen. Und zwar alles. Hydro, Elektro, Hydro, Elektro. Geh mal lauter. Was hat der gemacht? Oh, der hat Fang gestoppt. Okay, die können mies sein, die Gegner. Ich habe verhindert, dass der mich getroffen hat, indem ich in der Luft war, während er versucht hat, mich zu treffen. Ja. Okay, aber ich denke, das war's. Perfekt. Also es sind relativ einfache Gegner. Wenn ihr nicht gekillt werdet von ihnen. Aber das war's. Und gibt's eine Kristallträne für. Da hinten ist die Mission, die ich haben will. Ich will mich hier nicht um alle Gegner kümmern. Stattdessen werde ich jetzt nochmal schnell leveln und danach beenden wir die Party. Ich war bei dir beim Verheerer. Kampflust. Hohem TP-Wert. Mehr Schaden, das ist gut. Bei dir war es, glaube ich, der Verteidiger. Der Angriff ist gut. Und bei dir war es der Augmentor. Lernen wir erstmal... keinen von beiden, warum nicht? Ich beende die Aufnahme hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir uns um den Boss hier kümmern. Bis dahin, ciao Leute. Euer Tridi.